So, zu Beginn im ersten Schritt schauen wir uns bei der BPMN jetzt an, wie denn die Konstrukte, die wir bereits aus den anderen Modellierungssprachen kennen, hier aussehen und verwendet werden, bevor wir dann in die Spezifika der BPMN einsteigen und uns Kommunikationsmodellierung und die Ereignismodellierung bzw. die komplexeren Modellierungskonstrukte für die Ablaufsteuerung dann ansehen. Da wird es noch einige weitere Videos geben. Jetzt einmal zu den Basics. Wir nehmen wieder unser Szenario mit der Antragstellung irgendeines Investitionsgutes her und schauen uns die Basiselemente an. Die Basiselemente kommen uns bekannt vor, wenn wir uns an die Aktivitätsdiagramme erinnern. Die schauen sehr ähnlich aus, kommt nur ein bisschen was dazu. Wir haben hier wieder das Start- und das Endereignis. Das gab es beim Aktivitätsdiagramm auch schon. Spoiler, bei dem wird es nicht bleiben. Genau diese Ereignistypen ist das, was die BPMN dann so komplex macht. Da gibt es dann viele verschiedene. Zu Beginn bleiben wir mal bei dem Start- und dem Endereignis. Kennzeichnet also den Beginn eines Prozesses und das Ende eines Prozesses. Das, wo die eigentliche Arbeit passiert, wo beschrieben wird, was zu tun ist, das nennt man hier eine Aufgabe. Beim Aktivitätsdiagramm war das ja die Aktion, bei der EPK war es die Funktion, beim Flowchart war es die Operation, hier nennen wir es die Aufgabe oder auf Englisch im Originalstandard nennt sich es Task. Eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Bei der BPMN ist es dann so, dass man, werden wir später sehen, durch Kennzeichnung dieser Aufgaben festlegen kann, wie denn diese Aufgabe oder unter welchen Rahmenbedingungen diese Aufgabe ausgeführt werden soll. Ist es eine Aufgabe, die vollständig automatisiert abgearbeitet werden kann, zum Beispiel auch in Verantwortlichkeit eines Menschen, aber für sich selbstständig abläuft, zum Beispiel Filtervorgang in einer Datenbank. Ist es etwas, was interaktiv in einem soziotechnischen System, zum Beispiel über eine Bildschirmmaske funktioniert, oder ist es ein rein manueller Task, wo jemand zum Beispiel an eine Maschine gehen muss und irgendein Werkstück erstellen muss? Das können wir da drinnen spezifizieren, wenn wir möchten. Das Grundprinzip der BPMN ist sehr hohe Flexibilität in der Abbildung. Wenn wir etwas nicht abbilden möchten, weil es vielleicht im konkreten Fall nicht wichtig ist, können wir es auch weglassen. Hier können wir einfach sagen, ja, das ist einfach eine Aufgabe. Wir spezifizieren nicht näher, wie denn die auszuführen ist oder es ergibt sich vielleicht aus dem Kontext. Die Verbindung zwischen den Aufgaben stellt der Verbindungspfeil her, der nennt sich hier Sequenzfluss. Das ist ein wichtiger Begriff, den wir uns merken sollten, weil es zwei Arten von Flüssen gibt in BPMN-Diagrammen. Das ist der Sequenzfluss innerhalb eines Prozesses und wir werden später bei der Kommunikationsmodellierung sehen, der sogenannte Nachrichtenfluss, der dann Prozesse untereinander koppelt. Das ist das Wirkprinzip der Signale, die wir aus den Aktivitätsdiagrammen kennen, hier aber nochmal explizit in einen Fluss abgebildet. Nicht im Fokus der BPMN liegt die Abbildung von Daten. Wir haben einen ähnlichen Mechanismus wie bei den Aktivitätsdiagrammen, nur dass es nicht direkt in den Sequenzfluss reingehängt wird, sondern angehängt wird, werden wir dann gleich sehen. Aber es gibt sowas wie Datenobjekte, die wir modellieren können, um abzubilden, dass zwischen Aufgaben bestimmte Daten ausgetauscht werden müssen, sofern wir es wiederum explizit deutlich machen oder kennzeichnen wollen. Und zur Kontrollfluss- oder Sequenzflusssteuerung in diesem Fall gibt es wieder Verzweigungen, die nennen sich in der BPMN die sogenannten Gateways. Gateways gibt es mehr als die drei, die hier gekennzeichnet sind. Das sind aber die drei Basiselemente, die wir wieder zu Beginn benötigen. Das sogenannte exklusive Gateway, das ist die klassische Verzweigung. Das heißt, einer der ausgehenden Zweige wird aktiviert. In der EPK hieß das das XOR. Bei den Flowcharts war es auch die Verzweigung. Das, was in der EPK das AND ist, beziehungsweise in dem Aktivitätsdiagramm, das Split Join, nennt sich hier das parallele Gateway, steckt schon im Namen drin, ist eine Parallelisierung, das heißt, wir führen die ausgehenden Zweige allesamt parallel weiter. Und was im Gegensatz zu Aktivitätsdiagrammen hier dazukommt, entlehnt aus der EPK, ist das inklusive Gateway, das ist das logische Oder. Damit könnten wir abbilden, dass von mehreren ausgehenden Zweigen mindestens einer, aber vielleicht auch
mehrere aktiviert werden können. Was wir aus der EPK, sorry, nicht aus der EPK, aus den Aktivitätsdiagrammen ebenfalls schon kennen, ist diese Gliederung in mehrere Bereiche innerhalb des Prozessmodells. In den Aktivitätsdiagrammen hieß das Partition, hier nennt sich das Pool und ein Pool kann mehrere Lanes beinhalten. Das ist also eine Schwimmbadmetapher. Wir haben einen Pool, ein Pool kapselt jeweils, werden wir später sehen, einen Prozess. Man kann auch mehrere Pools haben, da sind aber dann separat laufende Prozesse drinnen, so wie in den Aktivitätsdiagrammen mehrere Aktivitäten, die man über Signale koppeln kann. Hier ist es der Pool. Innerhalb eines Pools gibt es einen Sequenzfluss mit mehreren Aufgaben, der über unterschiedliche Lanes, also Schwimmbahnen, verteilt sein kann, um so Verantwortlichkeiten innerhalb des Prozesses abzugrenzen. Wenn ich mehrere Pools habe, sind es unabhängige Prozesse, die ausschließlich über einen sogenannten Message Flow, sowie in den Aktivitätsdiagrammen die Signale gekoppelt werden können. Braucht man im Moment aber noch nicht. Auch die Pools und Lanes kann man einsetzen, so wie bei Aktivitätsdiagrammen, muss man aber nicht. Das heißt, ich kann meinen Prozess auch ohne Verantwortlichkeiten modellieren, dann fehlt eben diese Information, dann ist nicht spezifiziert, wer zuständig ist. Wenn man das Wer mit abbilden will, dann muss man diese Pools und Lanes verwenden. So, wir schauen uns wieder die Standardbeispiele an, die sind nicht besonders überraschend und schauen auch sehr ähnlich aus zu dem, was wir bei den Aktivitätsdiagrammen hatten. Der einfachste Prozess ist das Startereignis, das Endereignis und ein Task dazwischen. An dieser Stelle erkennen wir aber schon ein Grundprinzip, das zwar auch bei den Aktivitätsdiagrammen und bei der EPK galt, hier möchte ich es aber nochmal ganz explizit betonen. Ein BPMN-Prozess ist nur dann syntaktisch, also von der Verwendung der Modellierungssprache her korrekt, wenn er mit einem oder mehreren Startereignissen beginnt, einen oder mehreren Endereignissen endet und wenn es zwischen allen Start- und allen Endereignissen einen durchgängigen Sequenzfluss gibt. Wir werden später sehen, dass das sehr leicht passieren kann, dass man dieses Constraint, dass der Sequenzfluss durchgehen muss, übersieht und dann hat man einen Fehler im Prozess und der ist dann erstens nicht korrekt und zweitens kann man dann auch nicht weiterarbeiten damit, wenn man vielleicht simulieren oder ausführen möchte. Das heißt, wichtig ist, ich muss von jedem Startereignis durchziehen können, einen Sequenzfluss bis zu jedem Endereignis. Das bitte immer im Hinterkopf behalten, dann kann nichts schief gehen. Das sehen wir auch hier bei diesem Verzweigungsbeispiel. Inhaltlich ist das gleiche wie bei den Aktivitätsdiagrammen. Also wir prüfen auf unterschiedliche Investitionssummen und haben dann drei unterschiedliche Vorgehensweisen. Hier haben wir das exklusive Gateway. Das ist die Basisvariante, die hat keine Kennzeichnung innen drinnen. Wenn man es explizit kennzeichnen möchte, haben wir hier vorhin bei der Notation gesehen, kann man dieses X mit reinschreiben. Wenn man nichts reinschreibt, ist es automatisch ein exklusives Gateway. Und hier sehen wir eben wieder unsere drei Bedingungen, wie vorhin, und einer dieser Zweige, die müssen sich einander ausschließen, und einer dieser Zweige wird dann aktiviert. Hier können wir jetzt dieses Constraint, das ich vorhin gerade formuliert habe, nochmal prüfen. Schaffen wir es jetzt, da einen Sequenzfluss auf jedem Weg durch den Prozess durchgängig abzubilden? Hier geht's durch. Hier geht's ebenfalls durch und hier geht's ebenfalls durch. Das ist die Prüfung, die man machen muss. Auf jedem Weg, von jedem Start zu jedem Endereignis, muss es durchgängig sein. Die BPMN wird es auch erlauben, zum Beispiel hier nicht nochmal nicht nochmal zusammenzuführen. Also man könnte das hier weglassen und dieses Endereignis durch einzelne Endereignisse in den einzelnen Zweigen ersetzen. Dann wäre wichtig, dass es von dem einen Startereignis hier oben zu jedem der drei Endereignisse einen durchgängigen Sequenzfluss gibt, was ebenfalls hier der Fall ist. Also auch das wäre erlaubt. Die Schleife schaut gleich aus wie bei den anderen Modellierungssprachen. Wir führen also den Sequenzfluss mit den entsprechenden Bedingungen zurück in unserem Prozessmodell und führen weitere Aktivitäten wieder aus. Was wir sehen, im Gegensatz, wenn wir uns erinnern zu den Aktivitätsdiagrammen, hier gibt es eine zusätzliche
Aufgabe, Vorhandensein weiterer Anträge prüfen. Das liegt an einem Spezifika der BPMN, die wir uns ebenfalls merken müssen. Da geht es um die Verwendung der Gateways. Wenn wir Gateways haben, die uns eine Entscheidung abverlangen, und das ist im Wesentlichen das exklusive und das inklusive Gateway, beim Parallelen gibt es keine Entscheidung, weil da werden alle Zweige aktiviert, dann muss es irgendwo davor eine Aktivität gegeben haben, die uns die Entscheidungsgrundlage liefert. Das heißt, können wir uns vorstellen, wie in der Programmierung, wenn wir hier eine Entscheidung treffen, dann muss es irgendwo eine Variable geben, die wir prüfen können in unserem If. Und diese Variable muss irgendwo davor gesetzt werden. Und das macht man üblicherweise im Rahmen irgendeines Tasks, der davor gesetzt wurde. Das könnte jetzt auch Information sein, die über eine Nachricht hereinkommt. Aber klassischerweise ist es ein Task und deswegen ist der hier nochmal eingeführt, ganz explizit. Weil aus der Antragsbearbeitung ja nicht notwendigerweise rauskommt, ob noch weitere Anträge vorhanden sind. Das müssen wir in der BPMN ganz explizit abbilden, deswegen hier dieser zusätzliche Task. Also das ebenfalls im Hintergrund, im Hinterkopf behalten. Wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dann muss die Entscheidungsgrundlage davor vorhanden sein. Das hört sich jetzt trivial an, ist aber tatsächlich nicht immer der Fall, werden wir dann später sehen. Dann müssen wir andere Gateway-Typen, die es dann auch noch gibt, einsetzen. Wenn wir ein klassisches XOR oder ODER, also ein exklusives oder inklusives Gateway verwenden, dann müssen wir sicherstellen, dass wir alle Informationen haben, um die Entscheidung zu treffen, bevor wir zum Gateway kommen. Beim parallelen Gateway brauchen wir das nicht, können wir einfach verzweigen und wie beim Split-Join ist die Semantik, die Bedeutung im Modell hier so, dass man an dieser Stelle hier warten würde, bis alle Zweige, die zuvor aktiviert wurden durch die Verzweigung, hier eingetroffen sind und erst dann geht's weiter. Und jetzt nochmal das gleiche Beispiel wie, oder ein ähnliches Beispiel wie vorhin bei den Aktivitätsdiagrammen für den Einsatz von Pools und Lanes. Wir haben also ein Unternehmen mit mehreren Verantwortlichkeiten, wir haben hier die Tasks drinnen, das ist so ähnlich wie vorher, wir sehen, das Signalkonstrukt finden wir jetzt hier nicht, das können wir mit den Elementen, die wir bis jetzt diskutiert haben, nicht abbilden, werden wir später sehen, wie das geht. Wir haben wieder das exklusive Gateway drinnen, die Antragsprüfung, diese Task da vorne, liefert uns die Entscheidungsgrundlage, also das haben wir im Wesentlichen erfüllt. Diese Anforderung. Wir haben explizit Daten. Wir sehen aber hier wird das über so einen strichlierten Pfeil angehängt. Das darf nicht direkt in den Kontrollfluss eingebaut werden. Der Kontrollfluss enthält im Wesentlichen nur Aufgaben, Gateways und Ereignisse. Wir sehen also hier die Start- und das Endereignis. Wir haben hier einen Gateway und wir haben hier drei Aufgaben, können jetzt noch dieses zusätzliche Constraint, das wir vorher formuliert haben, prüfen. Gibt es einen durchgängigen Sequenzfluss auf jeden Weg durch den Prozess? Und auch das ist hier der Fall. Machen wir vielleicht ganz kurz mal eine andere Farbe, dass das nicht so unübersichtlich wird. In grün jetzt eingezeichnet. Der eine Weg durch den Prozess, hier haben wir einen durchgängigen Sequenzfluss, der zweite Weg durch den Prozess, auch hier haben wir einen durchgängigen Sequenzfluss. Das muss über die Lanes hinweg gelten. Der Scope, der Betrachtungsbereich, den wir haben, ist jeweils ein Pool. Wenn es mehrere Pools gibt, ist es nicht der Fall. Da gibt es dann separate Prozesse. Aber innerhalb eines Pools gibt es einen oder mehrere Prozesse. Und für jeden dieser Prozesse muss es zwischen allen Start- und allen Endereignissen einen durchgängigen Sequenzfluss geben. So, im nächsten Schritt widmen wir uns jetzt dann der Modellierung oder der Verwendung dieses Ereigniskonstruktes, das ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe.